Was wäre, wenn es die ganz großen Tech-Aktien nicht geben würde? Nasdaq, S&P 500, die hängen am seidenen Faden, denn unter der Oberfläche, da ist schon so viel Schaden entstanden bei so vielen Aktien. Das alles wird ein bisschen übertüncht durch die Stärke von Apple, von Microsoft, von Tesla, von Nvidia. Diese großen US-Aktien, um die geht es heute im Marktgeflüster und um den Gesamtmarkt der Wall Street. Und hier versuche ich zu zeigen, dass das eine sehr komplizierte, schwierige Situation ist, die sich da auftut. Aber zunächst mal zur Stimmung an den Märkten. Wir sehen, dass schon ein vergleichsweise moderater Abverkauf jetzt der letzten Tage gereicht hat, dass ziemlich viel Angst im Markt ist. Wir sehen Fear and Greed Index bei 22, also extreme Furcht. Wir sehen im AAII, das ist die Umfrage unter US-Privatinvestoren, dass die Bären jetzt so zahlreich sind wie schon sehr lange nicht mehr. Also auch die US-Privatinvestoren haben Angst und das ist ja oft ein ganz guter Kontraindikator. Aber wir wollen uns mal eben jetzt diese Situation anschauen, wie sie sich hier darstellt. Schauen wir uns zunächst mal die durchschnittliche Aktie im Nasdaq 100 an. Da sind ja 100 Aktien drin und die durchschnittliche Aktie ist 17% im Minus dieses Jahr, nicht im Plus, obwohl der Nasdaq ja deutlich im Plus ist. Das heißt, der Spread zwischen dem Durchschnitts der Durchschnittsaktie im Nasdaq 100 und dem Index selbst, der ist so hoch wie noch nie. Der ist sogar größer als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase im Jahr 2000. Das sagt schon einiges. Gucken wir hier mal diese Katastrophe unter der Oberfläche an. Wenn man CNBC guckt, so sagt hier Frank Zarrella, und dann wird einem erzählt, ja, der S&P 500 nahe Allzeithochs ist doch alles schick. Und er wirft mal hier einen Blick zurück auf das vierte Quartal 2018. Da gab es auch einen ziemlich heftigen Abverkauf. Damals waren 380 der 500 Aktien im S&P 500 25% gefallen in den zuvor folgenden 30 Tagen. Jetzt haben wir die Situation, dass der S&P 500 mickrige 4% von seinem Allzeithoch entfernt ist, aber 486 Aktien sind 25% oder mehr in den Miesen seitdem. Also das ist natürlich eine Hausnummer, das zeigt, wie die Dinge wirklich gelagert sind, was für ein Schmerz da unter der Oberfläche schon stattgefunden hat. All das interessiert Leute nicht, die nur im Index sind, die also sagen, ja, was soll ich mir eine einzelne Aktie raussuchen? Ich nehme den Index und diese großen Tech-Werte, die sind ja da besonders schwer gewichtet. Aber jetzt gucken wir mal auf Apple. Da gab es ja heute Nacht den Bericht von Bloomberg, dass Apple seine Zulieferer informiert habe, dass die iPhone-Nachfrage noch deutlich nachlassen würde. Apple deswegen im Minus heute. Hier sehen wir mal den Chart von Apple und die 50-Tages-Linie. Und da sind wir so weit entfernt. 50-Tages-Linie ist ja eher ein eher kürzerfristiger bis mittelfristiger Trend einer Aktie und wir sehen, wie weit wir darüber hinausgeschossen sind. Normalerweise kommen Aktien irgendwann wieder zu gleitenden Durchschnitten zurück. Was das bedeuten würde, wenn das so wäre, dann würde Apple ziemlich deutlich verlieren und damit eben den Gesamtmarkt nach unten reißen. Nicht ganz so krass die Situation jetzt bei Microsoft, wo ja Nadella, der Microsoft-Chef, kürzlich knapp die Hälfte seiner Aktien verkauft hatte. Und auf YouTube hat jemand auf mein Video kommentiert, ein sehr guter Kommentar, wie ich finde. Ich bin mal auf die Quartalszahlen im vierten Quartal und ersten Quartal 2022 gespannt. Ich komme aus der IT-Branche und wir haben hier Lieferzeitwarnungen für Netzwerke, für Speicher, Hardwarehersteller von bisher 2 bis 3 Wochen bis zu 9 Monaten. Wenn die nicht liefern können, können auch keine Rechnungen geschrieben werden. Und das sollte sich dann in den Quartalszahlen, insbesondere im ersten Quartal 2022, niederschlagen. Also wir sehen, da gibt es vielleicht eine gewisse Diskrepanz zwischen den Bewertungen und der Realität, die dann kommt. Diese Warnung in Sachen Apple oder von Apple an die Zulieferer könnte hier ein erster Warnschuss gewesen sein. Wir sehen hier etwa eine Tesla mit dem 50-Tages-Durchschnitt von Bewertungen, brauchen wir bei Tesla ja gar nicht reden. Andreas Beck, der Mathematiker und Portfolioverwalter, hat gesagt, also dann müssten sie nicht nur der mit Abstand dominanteste Autobauer werden, sondern der mit Abstand größte Hersteller in Sachen Batterien, in Sachen so ziemlich alles. Also das kann bewertungstechnisch eigentlich nicht wirklich funktionieren. Nvidia
eine Werte, ein Tech-Wert, ein Chip-Wert, der immer wichtiger geworden ist, dessen Marktkapitalisierung jetzt auch im Billionenbereich ist, der hat einen Riesenabstand, oder die Aktie hat einen Riesenabstand zur 50-Tages-Linie. Also auch da wäre es alles andere als ungewöhnlich, wenn dieser Abstand sich ein bisschen verringert, und der sogenannte Equal Weight ist jetzt praktisch zurück auf dem Niveau von Februar. Deswegen könnte man sagen, wir haben es eigentlich bei dem S&P 500 mit einem S&P 5 zu tun. Was wäre ohne diese 5 Aktien? Den 5 ging es gut, und das kaschiert, dass es den anderen eben schlecht geht. Wir sehen hier mal den Vergleich zwischen dem S&P 500 in diesem Chart, obere Hälfte, und dem Value Line Geometric Index. Das ist praktisch der S&P 500, wo alle Aktien, oder der Aktienindex, in dem alle Aktien gleichgewichtet sind. Da ist deutlich viel mehr Schaden entstanden, und das sehen wir auch, dieser Value Line Geometric Index in Relation zum S&P 500, unterer Hälfte der Grafik, auf einem neuen Allzeittief. Und wir sehen, dass vor allem die nicht profitablen Tech-Aktien besonders leiden. Die hatten gestern ihren größten Abverkauf seit März 2020, also seit dem Beginn des Corona-Crashes, wenn man so will. Nicht profitable Unternehmen, bilanzschwache Unternehmen, die leiden derzeit unter dieser hawkischen Wende. Die werden abgestraft. Es findet faktisch eine Flucht in die Sicherheit statt. Wir sehen auch die sogenannten Bubble Stocks. Die Saxo Bank hat da einen Bubble Stock Index. Da ist GameStop drin, AMC und diese ganzen tollen Werte. Die sind jetzt 40% im Minus. Also auch die trifft es. Und insgesamt sehen wir eben einen scharfen Anstieg der Volatilität. Hier die Volatilität der Volatilität. Deutlich, deutlich gestiegen. Also da ist schon ziemlich Angst im Markt. Wie gesagt, wir sind überverkauft in vielen Bereichen, da kann was nach oben gehen. Wir haben viel bärisches Sentiment jetzt, also beziehungsweise Angst schlichtweg im Markt. Deswegen ist da durchaus alles möglich, aber dennoch ist eben die Gefahr, dass auch mal die großen Werte ein bisschen korrigieren, und dann könnte es unschön werden. Selbst wenn dann die anderen Werte, die zuvor so schlecht gelaufen sind, besser laufen, würde das den Indizes nicht helfen, weil eben die großen mit ihrer Marktgewichtung so dominant sind. Und das Interessante ist jetzt, dass Hedgefonds offenkundig in diesen Abverkauf gezwungen waren, teilweise auch ihre Aktienposition deutlich zu reduzieren. Und wir sehen, dass die Retail-Trader, also die Privatinvestoren, hier massiv als Käufer aufgetreten sind. Mit anderen Worten, vor allem im Tech-Bereich haben die Hedgefonds ihre Aktien verkauft und die Privatinvestoren haben zugeschlagen. Das heißt, die sitzen jetzt auf diesen Aktien. Es sind die schwachen Hände, die jetzt diese Aktien halten. Da könnte also ein bisschen Gefahr drohen, und wir sehen vielleicht jetzt so eine Art Stock-Tantrum statt ein Taper-Tantrum. Die Fed hat ja klar gemacht, wir werden Tapering schneller durchziehen, dann möglicherweise Zinsen anheben. Taper-Tantrum damals 2013, vor allem am Anleihemarkt, Panik, ein Wutanfall. Möglicherweise bekommen wir den auch bei den Aktienmärkten, denn die Fed hat klar gemacht, also so schnell werden wir euch da nicht helfen. Man hat ja selbst gewarnt, nämlich die Fed, vor extrem hohen Bewertungen, dass da einiges durchaus sehr luftig bewertet sein. Also da wird man nicht so schnell reagieren, da muss schon viel, viel mehr passieren, bis die Fed mal wieder zurückrudert und sagt, haben wir alles nicht so gemeint. Apropos Fed, US-Erstanträge heute gut, die Folgeanträge, die sogenannten Continuing Claims, erstmals seit Corona jetzt wieder unter der 2-Millionen-Marke, morgen ja die großen US-Arbeitsmarktdaten. Frage ist, wir sehen ja einen Rückgang der Rohstoffpreise, wir sehen einen Rückgang der Ölpreise. Welchen Effekt hat das auf die Inflation? Wird die ein bisschen zurückgehen? Wird das dann vielleicht der Katalysator sein, dass die Märkte mal ein bisschen aufatmen und sagen, ja, so schlimm ist es mit der Fed auch nicht? Energie spielt ja schon eine sehr wichtige Rolle in diesen Dingen. Aber gleichzeitig steigen die Lebensmittelpreise deutlich an weiter. Wir sind jetzt fast auf einem Allzeithoch in Sachen Lebensmittelpreise global gesehen. Das ist eine gefährliche Situation, vor allem in Schwellenländern. Da entstehen gerne mal Unruhen. Der arabische Frühling war dafür ein Beispiel. Wir sehen hier die Erzeugerpreise in der Eurozone im Oktober 21,9% gestiegen. Das ist wiederum deutlich mehr gewesen als erwartet. Zum Vormonat über 6% gestiegen. Da hat Öl natürlich eine Rolle gespielt, das inzwischen ein bisschen runtergekommen ist. Und insgesamt sehen wir, dass wir eben vor allem bei den US-Aktien, ich spreche nicht vom DAX, nicht von vielen Value-Werten, dass wir hier solche extremen Bewertungen haben, die eben darauf ausgerichtet sind, dass wir in einer perfekten Welt leben. Aber jetzt haben wir
zwei Viren. Wir haben nicht nur Omikron, wo wir noch nicht so genau wissen, wo die Reise hingeht. Und wir haben vor allem den Giromicron-Virus, nämlich diese hawkische Wende durch die Fed. Und das macht das Ganze schwierig. Hier nochmal auch ein Kommentar auf mein YouTube-Video. Fand ich einen super Spruch. Früher haben Menschen Aktien verkauft, weil sie glaubten, dass sie bald weniger Geld wert sein werden. Heute verkaufen sie nicht, weil sie glauben, dass ihr Geld bald weniger wert sein wird. Also das Geld wird weniger wert. Deswegen bleiben Sie in Aktien. Das ist natürlich ein interessanter Punkt. Und die Frage ist, kriegen wir diese Weihnachtsrallye da? Sprechen wir heute mit der Stefan Heibel, Sentiment-Experte vom Allerfeinsten, der aufschlüsselt, worauf zu achten ist, worauf Sie achten sollten, wenn Sie jetzt sich noch engagieren wollen für die vermeintliche Weihnachtsrallye. Sollte man es besser lassen? Sollte man es tun? Hochinteressante Aussagen von Stefan Heibel. Den Live-Link ab 18:30 geht es los. Packe ich Ihnen unter das Video. Ein absolutes Muss, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend. Bis gleich, 18:30 Uhr. Wir sehen uns. Servus.